Jo, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück. Kann es eigentlich sein, dass ich, dass meine, dass diese neue Kamera einen Ultra-Fisch-Augenlinsen-Effekt hat? Die Leuchtmittel sehen aus, als wenn sie schräg stehen würden. Also, als wenn sie so stehen würden. Dabei stehen sie eigentlich genau gerade. Aber, ah doch, das ist genau, ja. Damit meine Hand gerade bleibt, muss ich sie quasi die ganze Zeit immer zur Kamera richten. Dieser typische Fischaugenlinsen-Gedings-Gedöns-Effekt. Naja. Vielleicht gibt es sogar eine Funktion, um das also um dieses Fisch, also um diesen Linseneffekt rauszubekommen. Gibt es wahrscheinlich sogar eine grafische Bearbeitung oder irgendwie sowas. Ist mir auch letztendlich auch egal, denn den Leuten spricht halt schief im Bild. Ja, egal. So, was wir machen wollten, ist. Wo denn jetzt? Da. Genau. Perfekt. Achso. Ja, komm. Ich. Nein. Ja, doch. Ich. Ja. Egal. Let's go. Let's go. So. Da, 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 da. Interessant. Okay, so, wir haben ein Namensschild und wir brauchen jetzt einen wunderschönen Namen für dieses Pferd. Wir können natürlich ganz klassisch sagen und einfach sagen, wir nennen es Blitz oder sowas. Und was kommt auf die andere Seite? Wait a minute. Brauchen wir jetzt irgendwie noch eine Feder und Tinte oder was? Oder wie jetzt? Sonstige Gegenstände, Namensschild. Probieren wir einfach mal, ne? Wir nennen es einfach mal. Ja, komm. Ich meine, das Ding ist ja ein Skelett. Ne? Wir können es also irgendwie witzigen. Bone oder sowas. Können wir es einfach nennen oder. Bombflash. Das einfach bauen. Sehr nice. So. Ah, es hat einen Namen. Ach so, einen Sattel brauchst du auch noch. Sattel haben wir, hatten wir ja auch einen gehabt, ne? Ja. Bauen mit so einem Grün. Ah, nice. Oh, ist das geil. Wie kriege ich das, das Gitter auf? Ah, so. Ja, kommt natürlich nicht raus. Ganz klasse. Was? Gut, ich brauche auf jeden Fall noch ein Gitter. Noch ein Tor. Noch ein Gatter. Und ganz viel Nahrung für unser Pferd. Weil ich jetzt immer zu Tode prügel. So, jetzt meine Frage, kommen wir hier jetzt durch? Ja, okay, das heißt, zwei Gatter würden funktionieren. Sieht zwar dann von Optik her scheiße aus, aber was willst du machen? Dann machen wir das so. Dann bleibst du jetzt erstmal hier drinnen. Und ich brauche mal hier noch zwei Gatter. Auch wenn es wie gesagt scheiße aussieht, aber gut, das willst du machen. Wenn das Pferd halt zwei breites Türgedingste Muster braucht, dann ist es halt so. Kann ich auch nichts gegen machen.
Haben wir noch eins? Das ist, nee, ist ein Zaun. Wir müssen also Tore noch machen. Okay. Tore. Das geht dann also einmal so. Nein. Oder doch? So. So, 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 so. Jawohl. Dankeschön. Weg, weg. Wo ist eigentlich unser Boot hin? Ach ja, unser Boot ist ja immer noch da. Weil wir es nicht mitnehmen können. Scheiße aber auch. Tada! Sehr nice. So, das Schöne ist, wir können einfach immer ein bisschen Getreide mitnehmen, wenn wir unterwegs sind mit dem Pferd. Einfach damit, wenn wir, also wenn sich das Pferd halt irgendwie wo verletzt, dann können wir es nämlich damit quasi regenerieren. Leider haben diese Pferde keinen Statusbalken, dass man sieht, wie stark sie beschädigt sind. Das wär halt ultra cool, wenn man da direkt sehen würde, wie es dem Pferd geht. Aber gibt es leider nicht. Na, was soll's. Hotelahü! Nicey. Oh, ist das cool, ey. Oh mein Gott, wir können reiten. Ah, vielleicht nicht gerade irgendwo eine Schlucht reiten. Das wäre ganz geil. Jetzt müsste es natürlich auch gerade dunkel werden. Na gut, ich bringe mal das Pferd wieder in den Stall. Dann gehen wir mal pennen. Und gehen mal erstmal zur Wüste, ein bisschen Sandstein abbauen. Oder können wir mit dem Feld immer noch später rumspielen? Okay, also Rückwärtsgang ist sehr langsam. So, abhängen gehen. Ich meine, ein bisschen blöd ist, dass wir jetzt immer diesen Namen rumfliegen sehen. Ich meine, klar, hat auch Vorteile, ne, dass wir unser Fett besser finden können. Aber gleichzeitig natürlich auch immer nicht immer so schön, wenn da irgendwie immer so ein Name rumfliegt. Oh, ist weg, ist wieder da. Ah ja, ganz beständig ist der Name aber auch nicht, ne? So. Dann schwimmen wir mal dem Monsun entgegen. Oder so ähnlich. Da haben wir schon mal das Hexenhaus. Keine Ahnung, ob es ein Hexenhaus sein soll, aber Sumpfhütte. Naja, Sumpf ist es ja nicht. Ist ja eigentlich hier offenes, naja, offener See. Meer würde ich das jetzt hier noch nicht nennen. Dafür fehlt noch ein bisschen mehr an Meer. Mit ein bisschen mehr Meer wäre es auch mehr ein Meer. Oh, du heiliges Haus. Hütte. Bruchbude. Bin ich mal gespannt, ob wir hier jetzt wirklich richtig schwimmen. Ob wir jetzt hier wirklich einfach direkt Luftlinie drauf zukommen. Das wäre ja echt nice. Aber es sieht fast so aus, ne? Aber bei, nee, da, guck mal, da hinten war die Wüste. Das heißt, das Ding war da irgendwo, nicht da. Wir müssen also hier noch ein bisschen schräg schwimmen. Wahrscheinlich. Aber wir probieren mal, wo wir hinkommen, wenn wir jetzt einfach geradeaus weiter schwimmen, ob wir da auch auf Wüste kommen. Oder eher nicht so, ne? Weiß man ja nicht. Jetzt auch wieder Licht. Scheiße, haben wir unsere Schippen ausgepackt, ne? Oh.
Hurensohn. Fuck, wir können wieder direkt zum Schwur zurückschwimmen. Oh. Ja, das war ja wieder typisch. Ah, zum Kotzen. Weißt du, das Schwert und die Axt lasse ich drinne. Also das Schwert und die Pickaxt, Hacke, Spitzhacke, lasse ich drinne, weil ich dachte, ja, Werkzeuge können wir immer gebrauchen. Aber ausgerechnet die Schippen, was wir jetzt sowieso brauchen werden, das packe ich natürlich raus beim Aufräumen. Hat es wieder so unendlich intelligent. Ja, ein bisschen Sizing-Tour hier, ne? Ich präsentiere Bäume. Ich präsentiere das Meer. Und ich präsentiere Wolken. Also da so. Schön, schön, ne? Da Sonne entgegen. Weil eigentlich ist das schon schön, ne? Wenn man hier einfach mal so ein bisschen rumschwimmt. Ist schon geil, ne? So ein bisschen so. Kann man sich schon mal so ein bisschen so gediegen lassen. Gut, abgesehen jetzt von dieser Holzhütte da, das ist ein Schwein. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Ein Ferkel sein. Wer paddelt hier eigentlich gerade? Ich bestehe ja nur aus Luft. Wait a second, wenn ich das so mache. Ah, das sieht ja noch verstörender aus. Wer genau paddelt da jetzt gerade? Also entweder hätten sie die Arme gerade nach vorne strecken müssen oder den Körper ein bisschen weiter nach vorne setzen müssen. Was ist das denn jetzt gerade hier? Ich kann mein Holz ganz oft winden. Jetzt habe ich 2 Windungen in meinem Hals. Jetzt habe ich 3 Windungen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh Gott, Alter. Okay, halt. Wir müssen da. Doink. Yay. Wieso geht das nicht? Achso. So. Ich krieg hier nicht mehr auf. Ich brauche einen Arzt. Danke. So, Schippen. Wir brauchen Schippen. Danke, danke und danke. Let's go. Und nochmal, yay, weil es so viel Spaß gemacht hat. Eine Katastrophe, yay. Achso, by the way, danke. Wobei, brauchen wir es gerade nicht. Es gibt nichts Spannenderes auf der Welt, als einfach mal auf dem Wasser lang zu schwimmen. Dieser fliegende Block da oben, der macht mich immer jedes Mal gaga. Das ist ein einziger Block wahrscheinlich. Und der steht dann, oder der fliegt dann nur, um mich zu ärgern. Ist der einzige Grund, warum das Ding da ist. Weil es genau weiß, der Ronny, der kleine Hurensohn, der mag sowas nicht. Dann mache ich das mal. Ach ja. Ich habe so eine Mammutbäume, müsst ihr auch mal bei uns pflanzen, ne? Ein paar Saplings von Dschungelbäumen haben wir ja, glaube. Müssen wir nur irgendwie mal so 4 Stück miteinander hinpacken und dann haben wir einen wunderschönen Mammutbaum. Problem ist halt, bei uns ist nicht wirklich ein Biom, der dazu von Optik her passt. Aber ich meine, wenn wir da einen so einen Baum hinpflanzen, dann sieht es aus wie künstlich angelegt und dann stört es auch nicht weiter. Von daher sehe ich da erstmal nicht wirklich ein Problem. So, jetzt schwimmen wir hier ein bisschen schräg, ne? Sieht man ja wahrscheinlich auch. Jetzt müssen wir also wirklich direkt drauf zuschwimmen. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht verlässt. Und wenn doch, dann ist es halt so.
Ah, guck mal, nett ist es. Nice. Jetzt fängt wieder an, das Boot zu stockern. Interessant. Gut, schön. Da würde ich mal sagen, Land in Sicht. Wo legen wir denn am dümmsten an? Bauen wir das Ding erstmal weg hier? Ja, ne? Das sieht gut aus. So. Das hier dieser rote Sandstein? Nee, ist Terrakotta. Tja, jetzt weiß ich noch, dass wir letztens ausgerechnet hatten, wie viel Sandstein wir brauchen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was da für eine Zahl rauskam. Ich hoffe, wir bauen genug ab. Wenn nicht, auch egal, können wir später wieder herkommen. Können wir auf hier, Alter, was ist los mit dir? So, da hinten haben wir noch ganz viel. Sehr schön, dann schwimmen wir da am besten noch gleich mal hin. Ist das da der gleiche Tempel, wo wir vorhin letztens vorhin waren? Oder ist das ein neuer Tempel? Ach nee, ist gar kein Tempel. Ups, was war das gerade? Das ist so ein kleines Ding hier, so ein Wasserspender. Da, wo du böse Kinder reinschmeißen kannst. Let's go! Eine Schippe haben wir zum Glück noch.
Perfekt. Easy. Wo ist unser Boot? Müsste hier oben sein, ne? Da. Cool. So, jetzt die Scherzfrage, die Fun-Frage. Unser Haus, war das jetzt da oder da? Ne, doch, muss da gewesen sein. Let's go. Let's go. Wie viel haben wir? Ui, fast. Mehr 8. Fast 9 Stacks. Das ist ja. Königsklasse hier. Sollte erst ein bisschen reichen. Ich meine, wir können mal ganz kurz überlegen. Also, wir haben. Was haben wir denn? Wir haben 6 Flächen. 6x6. Also, das waren 6x6 ist 36. Ist die Frau auch noch so fleißig? Was? Siehst du? Ist auch egal. Also, 6x6. 6, also, was? 36 pro Fläche, davon haben wir 6 Stück. Das sind. Ich hab keinen Bock mehr zum Rechnen. Tschüss, keinen Bock mehr. Wir haben uns mit KDE. 6 mal 6 mal 6 plus 6 mal 7 plus 3. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Doch, wir haben 6 Flächen mit 6x6 Blöcken. Plus die Glieder, die dazwischen liegen. Davon aber auch nochmal 7 Stück. Das heißt, wir haben 7x6 nochmal. Ne? Deswegen 6x6x6 plus 6x7. Oder 7x6, je nachdem. Und dann noch die, wo sich diese Zwischendinger da berühren. Da haben wir, ach nee, da haben wir nur 2 von, nicht 3. Das heißt, wir brauchen 260 Blöcke ungefähr für die gesamte Fläche. Wollten wir da jetzt Blöcke oder Slabs benutzen? Doch, wir wollten Slabs benutzen, weil wir so ein flaches Dach machen wollten, ne? Ja, genau, so war das. Wobei, wir machen wahrscheinlich doch Blöcke, also wir machen immer 2 Slabs übereinander, damit da kein Licht durchscheint oder so ein Scheiß. Und ja, das heißt, wir brauchen dann nur 130 Blöcke. Jetzt weiß ich nicht, brauchen wir für einen Block 1 Sand oder 4 Sand? Ich glaube, kriegen wir, wenn wir jetzt hier Sandfenster machen, bekommen wir immer. Okay, wir bekommen nur ein für 4 Stück. Das heißt, wir brauchen 260, 130 und das dann mal 4. Da sind wir bei gut und gerne 520 Blöcke. Das sollten wir hinbekommen. Achso, nee, bekommen wir. Sollten wir hinbekommen. Weil 512 Blöcke sind halt genau 8 Stacks. Und wir haben fast 9. Also es sollte reichen. Wenn ich mich jetzt nicht so überschlagenderweise beim Rechnen überschlagen habe. Weil, was wir nämlich auch noch bedenken müssen, ist, wir wollen ja das Dach nicht nur so groß machen wie die Fläche da oben. Sondern das Dach soll auch noch ein bisschen überhängen. Und spätestens dafür reicht es dann nämlich nicht mehr. Das heißt, we have a problem. Wir brauchen noch mehr. Okay, na, dann machen wir erstmal das, was wir haben, verbauen das erstmal und dann müssen wir halt normal losgehen und dann mal noch ein bisschen Sandstein holen. Jetzt wissen wir ja, wo die Wüste ist. Von daher. Was soll's? Du hast hier schon was gewachsen, nee, ne? Nee, leider nicht. Aber die Stängel sind inzwischen schon mal fertig, das heißt, es geht dann bald los. Was ich schon mal sehr geil finde. So, wir brauchen ein Öfilein. Nein, die brauchen wir gar nicht. Wir brauchen das Ding. So, da. Dankeschön. Dankeschön. So. Und hier können wir auch nochmal. Reicht halt nie im Leben, aber was soll's. So. Und die müssen wir jetzt auch nochmal hier reinpacken, wegen weil das und das. Tada! So. Let's go. So. Es ist schon wieder dunkel draußen. Was ist denn hier los? Achso, das Replacement Tool haben wir gar nicht. Brauchen wir aber auch gar nicht so sehr bei Slabs. Slabs kann man auch relativ gut ohne Replacement Tool installieren. Was wir bräuchten, wäre gar nichts. Wir gehen erstmal schlafen.
dann schauen wir mal, was wir schauen. Zum Beispiel schauen wir mal. Aber ganz kurz, wir kommen jetzt mal hier hoch. Also, wenn wir jetzt hier die Leiter, die Ding hier anbringen wollen, das wäre ungefähr so. Das heißt, das Ding wäre dann ungefähr so. Wollen wir denn noch eins dran klatschen oder lassen wir nur eins? Ich würde gerne noch eins dran klatschen. Wobei, wir lassen es erstmal so, ne? So, und ab hier wird es nämlich ein bisschen frickelig. Da müssen wir dann erstmal mit ein bisschen Erde oder sowas, sowas bauen, wo wir dann was gegenbauen können. Erde, ich komme, wo bist du? Erde, Erde, da. Da. So. Das heißt, hier ist flach, dann kommt hier zwei, hier kommt so. Hier das gleiche. So. Oh, sollte passen. So. Dann kommt nämlich da eins gegen, da kommt das so, da kommt das so, da kommt das so. Ja, hier müssen wir. Kriege ich den weg oder? Scheiße. Gut, dann erstmal so. Na, ah, so, genau. Passt doch gut. Sieht doch gut aus. So, jetzt müssen wir hier noch überall eins weiter ran klatschen. Kann die Erde eigentlich auch schon direkt wieder weg? Die brauchen wir halt nicht mehr. Da kommt dann später noch eine richtige Verkleidung hin. So eine Holzwand oder was auch immer. So. Würde ich mal sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge, ne? Wobei ich persönlich für heute erstmal Feierabend mache. Ich mache dann morgen weiter. Wir müssen mal gucken, ob wir hier dann doch noch eine Reihe ranklatschen oder nicht. Müssen wir mal gucken, wenn es fertig ist. Ja, wie gesagt, mache ich dann morgen weiter. Für euch geht es ja auch morgen weiter. Nur ein anderes Morgen als mein Morgen. Mein Morgen ist für euch schon lange Vergangenheit. Ja, let's go. Let's go. So, Jürgen, dann würde ich mal sagen, das soll es damit erstmal gewesen sein. Ich hätte es eigentlich schon viel früher machen sollen, ne? Hier mit diesen. Eigentlich habe ich ja eine. Ist ja jetzt hier 16 zu 9. Ah, 16 zu 9 Kamera. Ja. Und ja, was mache ich eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das einmal zu 4 zu 3 und dann einmal zu 1 zu 1 umgewandelt. Hampelein am Amt. Also hier hat man halt 4 zu 3 Kamera jetzt. Ne? Habe ich ein bisschen beschnitten. Und für mein End-Dingsterbumster habe ich halt, weil das halt hier besser reinpasst, einfach als 1 zu 1 beschnitten. Also 1080 mal 1080. Funktioniert zum Glück relativ gut. Jetzt passt meine Kamera auch bei dem Endbild wesentlich besser rein. Das war ja davor eher so reingequetscht. Und mit dem 1 zu 1 Faktor hier passt es relativ gut. Ja.
Gut, egal. Bis dann.